Hallo zu einer neuen Folge Horizon Forbidden West. Wir haben hier gerade auf diesem Berg ein Sammelobjekt gefunden. Ich zeige es euch nochmals. Hier ist der blockierte Weg und hier oben, ganz oben am Gipfel, habe ich die Linse des Morgens gefunden. Ein Sammelobjekt. Ein kuppelförmiges Stück Glas, das Licht ablenkt. Geborgen aus einem Katscha-Signalturm nordöstlich vom Kettenkratz. Und in meiner letzten Folge könnt ihr genau sehen, wie ich da hochgekommen bin. Jetzt muss ich hier runter und ich möchte ein Reittier, dann geht's schneller. Schauen wir mal. Ich hätte gern eins, sagen wir so. Na, Eloy, bist du top? Also, ich kann hier runter, nicht? Nicht? Genau. Sie kann sogar runterspringen. Das ist ein Wahnsinn. Ohne dass sie runterfällt. Dann rüber. Ist nicht mehr weit. Wir sind schon fast unten. Was steht hier? Fehlendes Werkzeug benötigt. Okay. Das heißt in die andere Richtung. Es wird eh gut angezeigt. Nehmen wir hier einige Monster mit vielleicht. Es sind aber schon sehr viele. Schauen wir mal. Da ich vorher schon sehr viel gekämpft habe, brauche ich nur ein paar Kräuter. Keine Steine. Ah, warte. Hier hoch. Dann kann ich sie von hier abschießen. Ah, er ist auf. Holt er natürlich Hilfe. Ich hab's gewusst. Speichern wir hier ab. Aber das geht jetzt nicht, natürlich. Ein paar Kräuter wären auch nicht schlecht. Wo bist du? Komm her. Da ist er.
Hoppala. Jetzt bist eh gleich tot. Tot, der erste. Kommt der zweite. Ist klar. Ui, die schießt mit irgendwas. Wahnsinn, was die jetzt alle schon können. Komm ins Auge. Ich brauch Pfeile. Immer in Bewegung bleiben. Bist du? Heise. Geschafft. Ich muss unbedingt wieder Kräuter sammeln. Also nur Farmen. Hier hätte ich eine. So, dann holen wir uns unseren Loot. Was ist das schon wieder? Aber da ist noch eine. Zum Glück habe ich Fleisch. Wo bist du? Hier, das Auge, komm. Ja. Nochmal. Beim Auge sind sie echt empfindlich. Gesehen, zwei Schüsse. Ich glaube, das war's. Ein Sonnenkriecher. Ein Datenpunkt. Haben wir uns den schon angesehen? Ich glaube schon. Warum wird mit der noch angezeigt? Schauen wir mal. So. Ah, zweiter Datenpunkt. Also, das dürfte ein anderer Datenpunkt gewesen sein. Zum Jagen brauche ich natürlich ein paar Heilkräuter. Werde ich bald brauchen können. Ich vergesse immer, dass ich die Frostschleuder auch habe. Aber ich weiß, da war noch mehr. Hier. Altes Fass. Leider nichts drinnen. Das ist mein Glück. Hier sind noch welche. Auch nichts drinnen. Ich höre ein Monster, nur ich sehe keins, also ein Monster. Eine Maschine. Hm.
den Rohstoffbehälter, den nehmen wir natürlich auch mit. Nein. Okay, das war da drüben. Und jetzt machen wir uns auf den Weg, weil sonst kommen wir dort nie an. Ein Waschbär. Also die Umwelt hat sich wirklich regeneriert. Kettenkratz. Wer kommt auf solche Wörter? Diese Pflanze möchte ich noch haben. Tote Maschine. Muss ein Dornrücken sein. Vielleicht hat Erin sie erlegt. Eine Leiter, okay. Joruf meinte, hier könnte ich meinen Bogen verbessern. Könnte auch was mit meiner anderen Ausrüstung basteln. Grün? Glanzsplitter. Die sind sehr wertvoll. Den hole ich mir natürlich gleich. Das gebe ich später einem Koch. Sag jetzt nicht, der ist da versteckt hinter dem. Na, schauen wir mal. Nein. Wahnsinn, die sind sehr wertvoll. Okay. Okay. Ich schaue mich hier noch um. Machen wir die nachher, weil hier glaube ich, dass ich meinen Bogen verbessern kann und das ist mir wichtig. Möchtest du rein, Retterin? Willkommen im Kettenkratz, Retterin. Macht auf, Jungs. Befehl von Joruf. Mir soll's recht sein. Der Schmiede. Petra? Aloy, was machst du denn hier? Petra! Wird Zeit, dass in diesem Loch mal was Nettes auftaucht. Schön, dich zu sehen. Und keinen Moment zu früh. Komm schon. Wahnsinn, die gibt's auch noch. Die Brauerei ist das Einzige, auf das man hier zählen kann. Hab's gehört. Die Maschinen, Arbeitsstoff. Oh, das sind nur die neuesten Störungen. Kettenkratz pfiff immer schon aus dem letzten Loch. Ja,
Und da ist auch schon das größte Problem. Alleine der Name. Ich wollte immer sagen Kettenkatz. Du hast von ihm gehört. Kettenkratz. Ja. Zu seiner Geschichte trinkt man am besten ein kaltes Bier. Ein Bier. Trinke mal ein kaltes Bier. Ja. Ich bin nur auf der Durchreise. Ich bin nur auf der Durchreise. Oh. Die Gesandtschaft in Fahrlicht. Hier den Bierbau. Brauchst sie nur anschauen. Da hat sie so eine goldene Dings um den Bauch. Natürlich. Wichtige Dinge zu tun. Sieht man den Bierbauch nicht. Ja, Flammenhahn. Schön, dich zu sehen. Wenn du weiterziehen musst. Petra. Aber wenn du ein kaltes Bier trinken und mit einer Freundin lachen willst, komm in die Brauerei. Wie du willst. Okay. Ist das wieder eine emotionale Entscheidung? Dieser Irre riecht nach Ärger. Weil das ist vielleicht kann Petra Hilfe ist jetzt brauchen. Auch ganz neu. Aber zuerst muss ich die Werkbank finden. Ich kann mich entscheiden. Und das... Sei gegrüßt. Ja, und die Story ändert sich halt dann etwas, wie ich mich entscheide. Das ist jetzt in Teil 2 auch komplett neu. Ich schau mal hier. Es gibt hier eine Werkbank, oder? Ja, eine Werkbank. Waffen-Upgrades. Zweimal. Outfit. Ist mal auf jeden Fall top. Verbessert Widerstände. Aber wenn ich die jetzt upgrade und ich bekomme eine bessere, das heißt, ich habe 3 Plätze, um Spulen einzulegen, dann fangen wir mit dem ersten an. Neue Waffenattribute, Säurejägerpfeile. Das habe ich nämlich schon bemerkt, dass manche Maschinen Säure spucken. Und das kann ich jetzt auch mit meinem Bogen. Mal schauen, wie das wirkt. Wenn ich jetzt einen neuen Bogen bekomme, bin ich böse. Ich schaue mich mal um in der Stadt. Die Werkbank kann ich ja noch immer nutzen. Eine Munition, die Säureschaden verursacht, ist jetzt in deinem Inventar verfügbar. Scanne Gegner mit deinem Fokus, um mehr herauszufinden, ob sie säureanfällig sind. Gegner mit Säure zu treffen, baut ihren korrodierten Zustand auf. Sobald dieser Zustand aktiv ist, nimmt die Rüstung eines Gegners Schaden über Zeit und der Widerstand gegen Schaden ist geringer. Triff Säurekanister mit Säurepfeilen, um sie zu sprengen und eine große Elementarexplosion auszulösen. Bestätigen. Das könnte hilfreich sein. Ich rede mit Hakun. Jetzt muss ich noch erladen, sie zu aus. Yep. Kann ich trotzdem an die Werkbank? Ich werde dich nicht aufhalten. Ich habe gar nicht gefragt vor. Schön langsam. Hier hinten ist eine Nebenquest. Die hole ich mir gleich ab. Was ist passiert? Verdammte Mine ist mir passiert. Das war nicht der letzte Unfall, wenn Ulvand weiter in den Tunneln gräbt. Welche Mine? Nordöstlich von Kettenkratz am Flussende. Ich hatte Corwin schon nach dem ersten Einsturz gewarnt, aber Ulvand hat bestimmt gedroht, den Lohn zu kürzen. Oder schlimmer. Immer mit der Ruhe. Erzähl mir alles. Du wurdest also bei einem Einsturz verletzt? Ja, vor ein paar Tagen. Deshalb ist mein Bein jetzt kaputt.
Corvent und die anderen wollten eine neue Ader öffnen. Ich war woanders beschäftigt. Durch ihre Sprengung brach der Tunnel ein, in dem ich war. Eine neue Ader. Wäre vielleicht rausgekommen, wenn ich so todmüde gewesen wäre. Ich kann es gar nicht hören. Wir waren zu viel und das zu schnell. Und du fürchtest, dass es nächstes Mal nicht so glimpflich für Corvent und die anderen ausgeht. Mhm. Du triffst den Nagel auf den Kopf. Was? Du hast ja gar nicht zugehört. Nagel auf den Kopf? Ja. Wieso hat Corvent das gesagt? Ja, Entschuldigung, du musst es selbst lachen. Erzähl das mal Alvand. Wenn du das so sagst. Er hat es nicht gesagt. Er hat es gesagt. Ja, ja, eben. Feuer und Spucke. Das passt aber dazu. Du musst ja das... Nagel auf den Kopf geht nicht. Hast doch Wort. Die geht ja gar nicht durch. Das hat auch nur so gemeint. Ich könnte bei Gelegenheit nach deinen Leuten sehen. Das wäre nett von dir. Danke. Ein Anruf? Interessant. Ich habe eine neue Nebenquest erhalten. Ich schaue mich noch um. Hier gibt es sicher noch einiges. Zwei Nebenquests sehe ich auf der Karte. Und was gibt's noch? Ja, du. Hier ist das Lila. Ja, ich verzeih da einmal, aber das war's auch schon, gell? Ich möchte eigentlich nichts scannen. Anruf. Ich habe verstanden, Anruf. Ein Vorratslager. Schwester, was ist das? Okay, dann schauen wir, dass wir vorkommen. Hier ist auch noch was. Nein. Dort wollen wir hin und dort. Ein Händler wäre nicht schlecht. Ich hoffe, ich finde einen. Ja, warte, der Willige. Ein Moment. Jäger? Jagdbedarf. Schauen wir mal, was er hat. Der Laden ist zu. Okay. Mehr kann ich nicht tun. Nur die Werkbank? Das ist gemein. Ich brauche einen Verkäufer oder Käufer.
Vielleicht hier drüben. Schauen wir mal. Das ist ein Vorrat. Es kann in jeder Siedlung, aber auch an vielen anderen Orten auf der Welt gefunden werden. Wenn du Objekte aufsammelst, die, genau, das habe ich gemeint, die du nicht mehr tragen kannst, werden sie stattdessen an deinen Vorrat geschickt. Das ist jetzt ganz neu, okay. Von dort aus kannst du Objekte individuell zurückholen oder deine Ressourcen aufladen, indem du die Viereck-Taste gedrückt hältst. Durch das Verbessern deiner Beutel an der Werkbank kannst du deine Tagekapazität erhöhen. Das ist wie ein Lager, interessant, oder eine Bank. Vorrat öffnen. Ich möchte meinen Vorrat öffnen. Jetzt. Ah. Interessant. Das heißt, ich sollte meine Bank unbedingt aufwerten. Die ist schon fast voll. Und hier ist ein Händler, glaube ich. Oder doch nicht? Ein Näher. Na komm, schon red mit mir, bitte. Du bist weit weg von zu Hause, Nora. Mir gefällt mir der Klang meiner Stimme. Ich würde weiter trinken, aber ich glaube, der Eintopf kommt wieder hoch. Er mag nicht mit mir reden. Ich brauche unbedingt jemanden. Sachen für den Vorrat. Ui, da geht's los. Gehen wir feiern. Da gibt's sogar eine Nebenquest. Hey Mildur, Mildur. Letztes Mal in der Wildnis hatte ich einen Topf von dir dabei. Der hat mich stark gemacht. Ich hätte wohl sogar einen Läufer überrennen können. Das ist schön für dich. Klingt, als ob du hier ganz erstaunliches Essen servierst. Oh, du auch noch? Ja, du kannst den Rabatt haben, aber komm später wieder. Ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem. Arvind schickt dich nicht? Nein. Oh, Entschuldigung. Naja. Seine Schergen drangsalieren mich dauernd. Und jetzt ist auch noch meine Spezialpfanne. Ich stecke mitten in einer Krise. Könntest du mir einfach sagen, was du willst? Etwas zu essen? Natürlich. Machen Albans Leute dir Probleme? Oh ja, sie wollen immer nur das Beste. Aber mit der Ausstattung hier kann ich meine Gerichte einfach nicht in großen Mengen kochen. Und von ihrem rechtmäßigen Alvendrabatt will ich gar nicht erst anfangen. Und wenn du dich weigerst? Ich mache Essen, keinen Ärger. Dein letzter Kunde meinte, dein Essen habe ihn in der Wildnis stark gemacht. So etwas könnte ich auch gebrauchen. Ich wäre dir wirklich gern behilflich. Besonders, weil du den Anstand hast, höflich zu fragen. Aber... Aber meine geliebte Spezialpfanne ist hin. Ohne sie kann ich meine Spezialitäten nicht kochen. Wer weiß, was passiert, wenn ich Arvind oder seine Schläger abweisen muss. Selbst wenn ich die nötigen Zutaten schon hätte, könnte ich nichts tun. Es sei denn, du könntest mir einen Ersatz besorgen. Was brauchst du denn? Als Zutaten? Ein paar Stücke ordentliches Wildfleisch und Bitterkrautstängel. Eine Handvoll. Das war's. Und als Pfanne
Reicht notfalls vielleicht eine gewellte Metallplatte, bis ich mir eine neue besorgen kann. Du findest sicher eine in einem Wühlerhaufen, wenn du dem Fluss nach Nordosten folgst. Keine Sorge, ich mach sie sauber. Das Wildfleisch und Bitterkraut zu besorgen, wird kein Problem sein. Meiner Kleidung nach kennst du dich mit Jagen und Sammeln ja aus. Danke, Milduff. Ich halte Ausschau. So hört sich also Dankbarkeit an. Und du lässt dich nicht herumschubsen, okay? Wenn du meinst. Ich habe schon genug Bitterkraut. Ich muss nur noch Wildfleisch und eine Metallplatte aus einem Hühnerofen beschaffen. Ah, sei gegrüßt. Wie läuft die Suche? Also das. Ich sollte dann mal los. Gut. So, der da hinten sagt mir sowieso keine zweite Meinung. Das heißt, ich spiele alleine weiter. Er wollte mir nur helfen, weil ich erst beim Zahnarzt war, wie ihr hört. Tue ich mir noch etwas schwer beim Reden. Ein Lagerfeuer, okay, für später. Und hier ein altes Fass. Könnte wertvolle Ressourcen enthalten. Da schauen wir gleich rein. Könnte. Es hat eh nicht mehr. Also meistens hat es eh keine wertvollen Ressourcen. Was ist das? Das ist wichtiger. Meine Augenbrauen. Neuer Datenpunkt. Oh je. Wir brauchen noch. Ja, gut. 3 haben wir von 39 Stück, also noch 36. Ja, das sind die Sammelgegenstände. Nein, das sind die Sammelgegenstände. Normal gibt es noch mehr. Diesmal haben sie eigentlich, muss ich sagen, da ist auch noch was, ein Moment. Ein kleines Vorratslager. Und ich hatte hier irgendwo ein Fass, wo ist das? Ah, das ist dahinter, oder wie? Nein, das kann es nicht sein. Das war da irgendwo. Jetzt ist es weg. Ah, vielleicht dahinten. Ich sehe das nicht mehr da. Ah, das ist drunter. Wow, was da alles gibt. Aber das meiste wird an meinen Vorrat geschickt. Das heißt, es ist so wie eine Bank. Da muss ich mich noch näher umschauen. Da unten. Aber ich glaube, das war's. Vielleicht hier? Immer mit der Ruhe heute. Ich hab's gewusst, das ist wieder dahinter. Kräuterkenner. Vielleicht sollte ich mal hoch zu ihm. Einfach die Stufen hoch und fertig. Wie geht es dir? Ich hoffe, du hattest bisher einen schönen Tag. Das war's. Die ist aber nett, die Kräuterkennerin. Ich glaube, das war's hier. Eine Nebenquest gibt es noch. Die hole ich mir jetzt noch ab. Und dann machen wir endlich weiter mit der Hauptquest. Da draußen. Wie soll es denn in der Wüste eine unterirdische
sammelst du mehr heilende Beeren als die Kappa. Das ist wieder das Gleiche, dass der Rest in mein, in mein Lager kommt, aber ich möchte ja nicht, dass mein Lager übergeht. Deswegen suche ich einen Händler. Und es kann nicht so schwer sein, einen Händler zu finden. PS5. Ja, ich weiß, danke. So, haben wir es jetzt? Ja. Ich habe mir gedacht, du gibst mir nämlich eine zweite Meinung, aber damit ich nicht zu viel reden muss, aber... Das Spiel ist super. Gell, das ist schon super. Mehr Meinung wollte ich ja gar nicht. Ich wollte nur, dass du mir sagst, dass das Spiel toll ist. Obwohl du den ersten Teil nicht kennst, findest du es toll, ne? Was willst du denn, Albert? Eine Art Bezahlung? Ich habe den ersten Teil eh, den könntest du, glaubst du, ich bin käuflich, gerne spielen. Wenn du willst, dass die Pfeife ertönt, müssen eure Soldaten nur die Dornrücken ausschalten und das Konzessionsgebiet. Nein, im ersten Teil ist schon die Karte einmalig. Also im zweiten Mal ist sie natürlich Hammer. Hallo. Retterin. Aber im ersten Teil ist sie auch schon top. Könnten wir eine für das Sonnenreich wichtige Angelegenheit besprechen? Können wir. Over the top. Sehr gut. Ich werde warten. Na, die Grafik ist im zweiten Teil natürlich... Also, die Retterin selbst. Puh, das kann ich noch nicht wirklich sagen, weil ich sehr am Anfang bin. Vielleicht. Ich habe aber ich muss schon sagen, der erste Teil mit der Geschichte, wo ich noch klein bin und aufwachse und alles lerne, so nach der Reihe, das hat schon riesen Spaß gemacht. Ja. Mal schauen, was der zweite Teil drauf hat. Es geht um die Gesandtschaft. Genau, ich sag das dann, ob sie es bringt. Aber zuerst musst du mal den ersten spielen. Unterwegs in einer wichtigen Sache. Das heißt wohl, dass du weiterziehst. Sobald ich alle Probleme beseitigt habe, die meine Aufmerksamkeit als Retterin erfordern. Ah, die Dornrücken, natürlich. Du musst sie beseitigen, wenn du willst, dass die Gesandtschaft stattfindet. Also, fang an. Nicht so schnell. Ja, aber nicht nur du. Ich glaube, ich muss mal nicht aufstehen, aber für mich ist das normal. Du hast wohl keine hohe Meinung vom Magistrat. Nicht zu schlafen. Nun, ich weigere mich, gute Miene mit fein gekleideten Bürokraten zu machen, während meine Mitarbeiter schikaniert, eingeschüchtert und ausgenutzt werden. Ich mache gerade eine Quest. Nobel von dir. Ja. Nobel? Und die Arbeit. Ich wurde mit dem Hammer in der Hand geboren. Mir hat niemals irgendwer einfach und etwas geschenkt. Und außerdem tue ich mir gerade dann... Morgen was ich erreicht habe, habe ich allein geschafft. Zahnarzt. Und wo ist der Hammer jetzt? Und jetzt tue ich mir schon wirklich schwer beim Reden. Man merkt, bei meinen ersten Videos ging es noch. Jetzt verlangen aber das gute Ausserrahmen ihr Leben aufs Spiel setzen. Ja. Jemand musste aufstehen und sagen, ohne uns! Also ich glaube, der hat eine Naht vergessen. Kannst du da bitte ein bisschen Platz machen? Das wäre nett. Du hast den Arbeitsstopp befohlen? Ja. Daten. Nein. Solange die Karcha ihr Chaos nicht beseitigen und uns geben, was uns zusteht. Du meinst ein Konzessionsdekret. Alles gut. Ich habe nichts gesagt. Es ist im Namen all der guten Osaram-Arbeiter dieses Landes, die all die harten Arbeiten verrichten. Er hört alles. Das ist der Wahnsinn. Wir wollen nur die Möglichkeit, an dem Wohlstand und da geht es nicht um Züchtigen, Land, das ja. Das gibt, was er investiert das ist ein hat. Schönes Spiel. Gut. Und wie hoch wäre dein Anteil? Nur so ja, hoch, dass er der Sonnengott ist in Eloy. Nein, der Sonnengott ist in Eloy verliebt. Aber Eloy... Ja, weißt du, wenn Kettenkratz auf Kaja-Land liegt, sollte ein Kaja-Anführer sein. Ja, normalerweise schon. Durch die Unterstützung nicht, lauter guter Osaram natürlich. Denkst du, ein Karja könnte diese Unternehmung nicht anführen? Ha! Der Magistrat schafft kaum den Weg von Fahrlicht hierher, ohne Schrauben zu verlieren. Also hast du keine echte Autorität. Das spielt ja in einer anderen Zeit. Die Leute folgen dir nur, weil du es sagst.
laut genug. Siehst du nicht, dass das jeder, Völker der Anhänger waren, hat, hat Autorität. Die mit Pfeil und Bogen ich schießen? Ich war von Beginn an im Kettenkratz. Ich meine, jetzt ich bin ist die zweite Meinung aufgewacht. Wissen, ich würde sagen, wir machen jetzt hier Schluss. Wir sind bei über 40 Minuten. Ich habe die Nebenquest hier noch angenommen. Nächstes Mal geht's ans Questen. Ich freue mich schon drauf. Ich werde viel Spaß. Tschüss.